Hallo Kinder, schön, dass ihr heute dabei seid. In diesem Jahr ist zwar vieles anders, aber etwas ist so wie immer. Die Jahreslosung. Es wird für jedes Jahr ein Bibelspruch ausgelost, über den wir dann immer wieder mal in dem Jahr nachdenken können und dadurch unser Leben besser machen können. Aber solche Bibelverse sind oft schwer zu verstehen. Schau mal, da sitzt der Felix, der grübelt gerade. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Was soll denn das bedeuten? Barmherzig. Hat das was mit Herz zu tun? Ich frage mal meine Oma, die weiß das bestimmt. Hallo Oma, ich habe mal eine Frage. Ja, grüß dich Felix, was willst du denn wissen? Was bedeutet barmherzig? Ich habe dir doch vor kurzem mal das Buch von Michel aus Löhneberger vorgelesen. Erinnerst du dich? Ja, der macht immer Streiche. Und einmal hat er einen Korb mit Essen ins Altenheim gebracht, damit die Alten dort auch was Leckeres haben. Aber die böse Aufseherin hat alles alleine gegessen. Da lädt Michel einfach die Alten alle zum Weihnachtsessen zu sich nach Hause ein und gibt ihnen Vorräte aus der Vorratskammer. Das ist barmherzig. Danke, Oma. Also anderen was Gutes tun, das ist barmherzig. Felix, du hast doch versprochen, einkaufen zu gehen. Ja, Mama, ich bin schon weg. Da frage ich gleich den Herr Winter von den Laden an der Ecke. Grüß Gott, Herr Winter. Darf ich Sie was fragen? Aber gerne. Wissen Sie, was barmherzig bedeutet? Ich denke schon. Wenn Leute bei mir einkaufen, die arm sind und auf jeden Euro schauen müssen, dann gebe ich ihnen einfach noch ein Stück kostenlos dazu. Und jede Woche spende ich Lebensmittel an die Tafel. Das wird dann verteilt an die Menschen, die zu wenig Geld haben. Danke, Herr Winter. Also anderen was abgeben, das ist barmherzig. Ich habe gerade eure Unterhaltung mit angehört. Kennst du die Geschichte vom barmherzigen Samariter? Da lag ein Mann verletzt am Wegesrand und keiner hat sich gekümmert. Nur ein Samariter blieb stehen, versorgte den Mann, brachte ihn in eine Unterkunft und ließ ihn auf eigene Kosten gesund pflegen. Das ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Also anderen helfen, die Hilfe brauchen und nicht wegsehen. Das ist barmherzig. Felix, du wolltest doch Kartoffeln kaufen. Oh, das habe ich vergessen, weil wir so spannende Gespräche hatten. Über was denn? Ich wollte wissen, was barmherzig bedeutet. Kannst du es mir sagen? Komm her, Felix. Ich will es dir mit einer Geschichte erklären. Ein alter Mann hatte zwei Söhne. Es ging ihnen gut. Sie hatten viele Schafe und genügend Geld. Eines Tages sagte der jüngere Sohn: Vater, ich will in die Welt hinaus. Bitte zahle mir mein Erbe aus. Der Vater fand das nicht so gut, aber weil der Sohn es unbedingt wollte, gab er ihm das Geld und ließ ihn ziehen. Der Sohn genoss das Leben in der Stadt. Er feierte jeden Abend Party und hatte schon bald eine Menge Freunde. Aber er merkte nicht, dass sie nur so lange seine Freunde waren, wie er für sie bezahlte. Irgendwann war dann das schöne Geld aufgebraucht. Und als er niemanden mehr einladen konnte, wollten die tollen Freunde nichts mehr mit ihm zu tun haben. Jetzt war er arm und musste die schlimmste und stinkendste Arbeit machen, um nicht zu verhungern.
Er musste Schweine hüten. Oft war er so hungrig, dass er am liebsten was von dem Schweinefutter gegessen hätte. Wie gut war es ihm doch daheim bei seinem Vater gegangen. Sogar dem niedrigsten Knecht seines Vaters ging es besser als ihm hier bei den Schweinen. Aber sollte er wieder zurückgehen? Sein Vater wäre sicherlich stinkwütend auf ihn, weil er das ganze Geld verprasst hatte. Lange überlegte der Sohn. Dann fasste er einen Entschluss. Ich will heimgehen und meinen Vater bitten, dass ich als unterster Knecht bei ihm arbeiten darf. Aber als er sich dem Haus seines Vaters näherte, flog auf einmal die Türe auf. Der Vater rannte auf seinen Sohn zu und umarmte ihn voller Freude. Der Sohn stammelte: Vater, ich bin es nicht wert, dein Sohn zu sein. Lass mich bitte nur als Knecht bei dir leben. Aber der Vater rief seinen Dienern zu: Holt schnell schöne Kleider und kocht ein festliches Essen. Mein Sohn war verloren, aber er ist wiedergekommen. Natürlich bist du nicht mein Knecht, sondern mein Sohn. Einige Zeit später kam der ältere Sohn nach Hause. Er hatte den ganzen Tag fleißig gearbeitet. Er wunderte sich, dass es nach Braten duftete und anscheinend eine Feier stattfand. Der Vater rief: Komm her und freu dich mit uns, denn dein Bruder ist wieder da. Da antwortete der ältere Sohn zornig: Mein Bruder hat die Hälfte von unserem Geld mitgenommen und es verprasst, und wir mussten dafür hier die ganze Arbeit alleine schaffen. Und jetzt will er es sich hier wieder gemütlich machen. Von mir aus hätte er gerne wegbleiben können. Der Vater wandte sich dem älteren Sohn zu und sagte: Sei nicht eifersüchtig. Dir ging es doch gut. Du brauchtest dir nie Sorgen zu machen. Und der Vater nahm beide Söhne in den Arm. Und wer ist hier barmherzig? Der Vater ist barmherzig. Obwohl der jüngere Sohn so viel Mist gebaut hat, nimmt ihn der Vater wieder auf, vergibt ihm alles und hat ihn trotzdem lieb. Schau, er umarmt ihn liebevoll. Der ältere Sohn ist unbarmherzig. Er will seinen Bruder am liebsten wieder loswerden, weil der sich so daneben benommen hatte. Du siehst, wie der ältere Sohn sich abwendet. Er ist voller Hass. Schau dir nochmal den Vater genau an. Er umarmt den älteren Sohn auch, genauso wie den jüngeren Sohn. Und im Moment schaut er den älteren Sohn ganz besonders an. In diesem Moment, wo der ältere Sohn so wütend und hartherzig ist, wendet sich der Vater ihm ganz besonders zu. Der Vater ist auch barmherzig dem älteren Sohn gegenüber. Denn auch wenn der ältere Sohn böse Gedanken hat, vergibt ihm der Vater trotzdem und hat ihn lieb. Ist das denn gerecht? Nein, das ist ganz und gar nicht gerecht. Gerecht wäre gewesen, den älteren Sohn zu belohnen und den jüngeren Sohn büßen zu lassen. Gerecht ist das nicht, aber zum Glück barmherzig. Wenn Jesus eine Geschichte von einem Vater erzählt, dann ist damit eigentlich Gott gemeint. Gott ist der Vater und wir Menschen sind seine Kinder, in dem Fall wie die beiden Söhne. Und jeder von uns hat schon mal böse Dinge getan oder gemeine Dinge gedacht. Aber Gott ist barmherzig und will uns helfen, wieder gut zu sein. Wenn du etwas falsch gemacht hast, kannst du es bereuen und besser machen.
Gott gibt dir immer wieder eine neue Chance. In der Bibel heißt es also, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wir sollen uns also auch barmherzig verhalten. Kannst du dir solche Situationen vorstellen? Zum Beispiel, wenn deine Geschwister dich geärgert haben oder etwas kaputt gemacht haben. Wie kannst du da barmherzig sein? Oder wenn dein Freund oder deine Freundin zickig ist und etwas Gemeines zu dir gesagt hat. Wie kannst du da barmherzig sein? Oder wenn deine Lehrerin andere Kinder mehr beachtet hat als dich, obwohl du dich so viel gemeldet hast. Wie kannst du da barmherzig sein? Es gibt jeden Tag viele Gelegenheiten, barmherzig zu sein. Daran wollen wir uns dieses Jahr immer wieder erinnern. Das alles wollen wir im Gebet Gott sagen. Danke Gott, dass wir immer zu dir kommen dürfen. Danke Gott, dass du niemanden ausschließt. Danke Gott, dass du barmherzig bist. Amen. Und wer Lust hat, kann jetzt noch etwas basteln. Du findest den Link zu einem Bastelvorschlag, wo du ein Herz mit Papierschnipseln bekleben kannst oder zu einem Herz, das du backen kannst. Da kannst du dann noch mit Verzierung draufschreiben, seid barmherzig. Das ist aus lauter Zutaten, die du wahrscheinlich schon zu Hause hast. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und beim nächsten Mal bist du vielleicht wieder mit dabei. Tschüss!